As the other clans strayed and disbanded, a merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. So, hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge hier auf Game Lang. Mein Name ist Martin, Markov den Ninja, durchgenudelt, Folge 22 steht an. Wir sind wieder an der Oberfläche und es regnet und blitzt nach wie vor extremst. Wir schauen uns gerade mal an, was hier oben zu finden ist. Ein Blick auf die Karte verrät uns, dass es hier unten und da oben weitergeht. Hier scheint offenbar eine Verbindung zu bestehen. Vielleicht erwischen wir das ein oder andere Artefakt. Und weil es so schön regnet, gehen wir den nassen Weg. Dich erledigen wir hier erfolgreich. Und weggeworfen wie Abfall. Oh, da pennt einer. Das geht aber gar nicht. Da müssen wir ein Beschwerdeschreiben an den Chef schicken. Oder wir lösen das selber. Das geht ja ziemlich hoch her. Junge, Junge. Jetzt haben wir hier wieder so viele Freiheiten. Welchen Weg wir denn gehen wollen. Wir haben 1, 2, 3, 4 Möglichkeiten. Die Frage ist, welche will man zuerst bestreiten? Ich würde sagen, die hier. Das scheint mir nämlich abgeschlossen zu sein. Nicht, dass wir wieder in die Situation geraten, etwas zu verpassen. Das wäre absolut unangebracht. Ja. Dann schleichen wir uns an dich an. Einfacher kannst du es ja kaum machen. Pennt er einfach bei der Arbeit. Und das, wo er weiß, dass da ein rechtschaffender Killer unterwegs ist. Und wir folgen dir. Da hätten wir vorhin rein können. Jetzt sind wir ganz unten. Dann gehen wir eben hier unten entlang. Okay, wir gehen oben entlang. Da ist ein Checkpoint. Diesmal gehen wir den trockenen Weg. Abwechslung muss sein. Hoch mit dir. Mittlerweile habe ich das auch schon ein bisschen mehr im Griff mit dem Herumklettern, dass man da nicht ständig runterfällt. So, von dir weiß ich, du schießt ja deine Leuchtpistole. Vielleicht geht es dann noch hinten rum, übers Dach hinweg. Und da haben wir schon den ersten, der es kaum erwarten kann. Ab in die Dunkelheit. Ja, dieses leisere Rennen, das hat schon seine Vorteile. Und zack, erledigt. Das Licht sicherheitshalber kaputt. Ich nehme an, da kommt man nicht mehr weiter. Alles hat seine Grenzen, oder? Nein. Da werden wir nicht mehr weiterkommen. Und ein kurzer Speichermoment. Da haben wir schon den nächsten, der hier auf der Lauer liegt. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ein kleiner Schütze. Tja, so viel dazu. Das gestaltet sich ja einfacher als gedacht. Die hier holen wir jetzt auch. Wunderbar. Ich mache mir mal auch aus. Wir wollen ja nicht, dass du entdeckt wirst. Keiner mag dich. Das war schon immer so. Aber ich habe dir jetzt Erlösung verschafft. Vielleicht eine, wie du sie nicht erwartet hättest. Aber immerhin.
Besser als nichts, nicht wahr? So. Habe ich da eine Stimme gehört? Oh. Na klasse. Halleluja, wo kommen die denn her? Ja, Leiche wurde gefunden. Klar wurde die gefunden, ich kann die ja nicht verstecken. Ach, scheiße. Ich habe doch diese Skarabäen, jetzt habe ich nicht dran gedacht. Die Frage ist aber auch, wo die Typen daherkommen sollten. Hier ist doch nirgendwo ein Eingang oder so. Ich bezweifle, dass die an den Wänden hochklettern wie ich. Ich meine, ich bin Ninja und das sind irgendwelche Deppen. Wenn die klettern können, dann ist ja schon das Höchstmaß der Dinge. Und da weiß ich, das können die nicht. Okay. Na gut, die Leiche wurde jetzt entdeckt. Vielleicht gehen wir jetzt lieber unten rum. Letzten Endes wäre aber es aber auch so, dass ich nur zwei Skarabäen zum Einsatz habe. Also das Ganze nur zweimal anwenden kann. Es gibt deutlich mehr Leichen, die ich hier gerne verschwinden lassen würde. Ah, da haben wir schon wieder so einen. Bis wohin läufst du denn? Ich muss ja auch sagen, ich finde das mit den Möglichkeiten, die man hier kriegt, sehr schön. Auf der anderen Seite ist natürlich das Bestreben, es auch ohne diese Dinger zu schaffen, recht groß. Ja, okay, da ist noch ein zweiter. Wie jage ich dir denn jetzt Angst ein? Also beim letzten haben wir es ja geschafft, dem Angst einzujagen, indem wir ihm eine Leiche präsentiert haben. Wenn ich also eine Leiche runterwerfen würde, würde der vielleicht derart in Panik geraten, dass er ihn erschießt. Und das ist ja ein Ziel. Ist natürlich fragwürdig, ob das funktioniert, aber ich versuche das Werk also nochmal außenrum, in der Hoffnung, dass wir da eine Leiche kriegen, die wir runterwerfen können. Ja, große Areale erfordern größere Umwege. Aber das ist mir ja mittlerweile gewohnt. Da habe ich kräftig zu beigetragen. So, jetzt seid ihr natürlich hier am Start. Hier, dich holen wir, dich holen wir, dich holen wir. Oh, ihr steht beide da und dann auch noch zu weit weg. Seid ihr verrückt? Ich gehe davon aus, dass ihr euch jetzt nicht umdreht. Oh, Junge! Mach mir keine Schande, hey! Na, na, na! Es wird knapp, es wird knapp. Aber machbar. Gleich ziehen wir euch mal zumindest ins Gebäude rein. Hey, wo die aber herkamen, das würde mich mal echt interessieren. Die Türen machen wir zu. Hier auch. Und dann ist da hinten der, der runtergeworfen werden soll. Ah, an den Blitz muss man hier denken. Da kündigt sich der eine wohlwollend vorher an. Sehr nett. Das können wir nicht kaputt machen. So, wenn der sich umdreht, sollte der nächste Blitz kommen und dann holen wir ihn.
Meinetwegen auch ohne Blitz. Oder zeitgleich. Ist alles möglich, da bin ich sehr flexibel. Oh. So, jetzt bin ich doch mal gespannt, ob unser Plan hier funktioniert. Gucken wir mal. Kommen wir da auch hin, wo wir hin wollen? Wir kommen dahin, wo wir hin wollen, oder? Haben wir hier noch ungebetene Gäste? Oh ja, haben wir. Verdammt. Was machen wir gegen dich? Ich habe doch meine Zweifel, ob das klappen will. Da kann ich dich nicht runterwerfen, oder? Ich möchte ungern gleich entdeckt werden. Nein, das geht nicht. Uiuiui. Also gut, runter mit dir. Hier haben wir nebenbei noch einen Schacht. Wohin führst du denn? Ah, wunderbar. Ach nein, der steht hier. Ah, ich dachte, er stand da. Ja, okay. So viel dazu. Runter. Mhm. Habe ich schon mal erwähnt, dass das recht umständlich ist? Also, wie würde ich als Mensch reagieren, wenn ich da stehen würde, nichts ahnend, den wunderbaren Abend genießen, ja, es regnet ein bisschen, aber egal, und mir fällt eine Leiche vor die Füße. Ich würde komplett in Panik geraten. Lassen wir in Panik geraten. Er gerät in Panik. Haha. Jetzt erschießt noch jemanden. Alter, du feuerst wahllos irgendwo hin. Bist du irre? Könntest ja jemanden erschießen. Ja, treff. Ja, renn hoch. Hier ist ein Irrer. Der hat nicht mal alle Tassen im Schrank. Wenn du jetzt noch Alarm auslöst. Natürlich. Jetzt schieß doch! Er ist da! Schieß doch! Oh, unfähiges Personal. Es schießt nicht, es trifft nicht, es pennt. Ich habe doch echt meine herben Zweifel an der ganzen Sache. Guckt euch das an, jetzt stehen hier so viele Leute. Und er feuert einfach nicht. Er feuert einfach nicht. Also gut, warten wir, bis die hier weg sind und holen uns den und machen das Ganze noch einmal, eine Etage tiefer, einfach weil wir es können. Aber die Idee, die geht ja auf, das ist ja schon mal sehr schön. So, jetzt warten wir, bis der Blitz da war, ein zuverlässiger Partner in dieser Sache. So, wo guckst du jetzt hin? Danke. Was machst du? Dich nicht treffen lassen. Hab ich schon erwähnt, dass es unfähiges Personal ist? Genau, jetzt hast du mich hier auch entdeckt, das ist klar. Boah, Leute. Willst du wieder Alarm geben? Ich habe doch schon kaum Punkte. Nein, diesmal nicht. Kommt der nächste? Hat er mich jetzt ernsthaft entdeckt? Weiß ich nicht.
Kommt er hoch? Kommt er nicht hoch? Was macht er? Oh, er kommt hoch. Jetzt gehen mir aber langsam die Leute aus, die hier erschossen werden können. Ich sag, mit dem Alarm ist natürlich auch ungünstig. Dabei war der Plan doch so gut. So gut. Und dann ein Genuss. Ich wollte mich hier gleich verstecken. Aber wem erzähle ich das? So. Ja, ich glaube, das wird mit dem Ziel hier nichts mehr. Das, also... Da geht man es mal richtig an und was passiert? Es passiert nur Falsches. Ja, hier unten waren wir vorhin, nicht wahr? Ist aber schön, dass die Kamera sich mitbewegt. Das finde ich super. Ich habe nicht mehr Erinnerung, was es mit dem Schacht auf sich hat. Werfen wir noch einen kurzen Blick rein. Okay, da kommen wir her. Gut, irgendwie ist das alles komplett schief gegangen. So ein schöner Plan. Unfähiges Personal, sage ich euch. Unfähiges Personal. Man ist davon nicht gefeit. Man begegnet dem überall, überall. Da kann ich euch Geschichten erzählen, Leute. So. Da kommen wir nicht mehr hoch. So viel zu diesem Abteil. Aber... ganz nett, mit der Idee dessen, ganz nett. Wenn es noch geklappt hätte, super. Gehen wir in die abgelegenen Korridore. Wir machen die Tür diesmal zu, falls jemand wieder von hinten kommt. Achso, ich möchte gerne das Licht aushaben, danke. Warum der hier hängt, erschließt sich mir noch nicht ganz. Ah, oh, diese Blitze. So. Da unten haben wir zwei, die ihre Gesundheit sehr bewusst handeln. Tun nur Gutes. Nur Gutes, so wie ich. Licht aus. Ah ja. Hey, ihr lässt es euch echt zu gut gehen, Leute. Ihr lässt es euch zu gut gehen. Dir könnte ich jetzt auch sehr schön eine Leiche präsentieren. Und du könntest sehr schön in Panik geraten, hätte ich hier oben eine Leiche. Ja, es fehlt stets an Leichen. Wie gut, dass wir für mehr sorgen. Da hoch komme ich nicht. Dann geht's eben runter. Und er hat mich zum Glück nicht gesehen. Tja, und wie wir wissen, haben wir hier zwei Leute. Von unten, kann ich da irgendwie von unten rankommen? Ich habe da doch meine herben Zweifel. Wie war das denn? Wo sind wir denn? Sind wir hier? Ich kann mich gerade nicht orientieren. Moment. So, wir stehen jetzt hier draußen. Aber wir stehen doch gar nicht draußen. Oder doch? Ah, verdammt. Ich hab's invertiert betrachtet. Vergiss es einfach. So, hier ist es alles abgeschlossen. Hm.
bezweifle, dass wir da rumkommen. Es kann ja nicht sein, dass hier einfach zwei Leute derart positioniert sind, dass man da echt kein Rankommen hat. Nee. Vielleicht können wir ja was mit der Stachelmine anfangen. Das ist doch mal eine Idee. So, warten bis der Blitz da war. Blitz. Sehr schön. Dir werfe ich das jetzt direkt vor die Füße. Ein bisschen vor. So, dass du es noch hörst. Genau. Genau. Hast du es mir gerade kaputt geschossen? Leute, ist das euer Ernst? Jetzt kommen sie natürlich alle. Jetzt kommen sie alle, ne? Schießt er mir einfach die Mine kaputt? Ja, ich glaube, ich spinne. Nein, du sagst hier runter. Glaub ich spinne. Gucken wir mal, ob wir dich von hier oben erwischen können. Nein, aber von hinten. Das ist natürlich die Frage. Ah gut, ich komme hier hoch. Und der dreht sich natürlich im besten Zeitpunkt, der sich hier anbietet, um. Hoch, hoch! Schießt er mir meine Stachelmine kaputt, Mann. So. Einmal drumherum. Nein. Oh, leck mich. Die machen aber echt viel Lärm, diese Käfer. Oder waren das die Käfer? Ja, das waren die Käfer. Okay, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die Leute hier in Panik zu versetzen. Jetzt holen wir noch dich. Soweit hatte ich natürlich nicht gedacht. Erledigen. Ja, bei der nächstbesten Gelegenheit setzen wir die Käfer ein. Dass die aber so viel Lärm machen, hätte ich nicht gedacht. So, euch kann ich hier mal wieder nicht verstecken. Oder doch? Bin mir nicht gerade sicher, ob wir eventuell gelernt haben, die da hochzuheben. Nein. Okay. Oben war nichts mehr. Leute, ich muss gestehen, ich habe gerade echt Probleme, die Karte zu verstehen. Ich sehe die andauernd invertiert. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Ich befinde mich im Hellen und ich denke die ganze Zeit, dass das Dunkle die Räumlichkeit ist, in der ich mich befinde. Super irritierend. Hatte ich doch bisher nicht das Problem. Hier lang. Genau. Einmal. Zur Fähigkeit eingesetzt. Stellen wir fest, dass da nichts ist, was wir fürchten müssen. Dich machen wir aus. Und hören uns an, was es zu sagen gibt. That guy looks tough. Even a surprise attack might not bring him down. You'll need to daze him somehow before you move in for the kill. Ja, was mir an deinen Ausführungen Sorge macht, ist der Begriff irgendwie.
Aber okay, darum werden wir uns in der nächsten Folge kümmern. Denn hier werden wir einen kleinen Cut setzen und ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn es erneut heißt, Game Inc. Mark of the Ninja durchgenudelt. Bis dann.